Und es geht noch tiefer unter die Erde. Ich will erstmal hier gucken. Die ist verschlossen. Was ist hier drüben noch? Das erinnert mich jetzt wirklich an Black Mesa hier. Die ist tatsächlich offen. Guten Abend. Du bist tatsächlich gekommen. Es gibt so viel zu sagen, aber mir fehlen die Worte. Du bist gekommen. Du bist so hübsch. Aber ich bin böse gewesen. Die Unterwelt ruft mich schon, also wird eine weitere Missetat wohl wenig ändern. Bitte? Ich habe dich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hierher gelockt. Die Antworten, die du suchst, kann ich dir nicht geben. War mir fast klar. Du wirst vielleicht das finden, wonach du suchst, aber es ist eine Fiktion. Du konntest nicht wissen, was hinter dieser riesigen bleiernen Türöffnung lag, sonst hättest du alles andere in der Welt gesucht. Nein, der Schlüssel bleibt hier drinnen bei mir. Denn das Leben hier, so schrecklich es auch sein mag, ist immer noch besser als das Leben, das dich hinter jenen Türen erwartet. Du wirst einen hervorragenden Ersatz abgeben. Ersatz für was? Aber du fragst dich bestimmt, warum diese metallene Verbrennungskammer mit der Stimme spricht, die du nur als Redcard ist. Ich bin es, dein Begleiter, der innerhalb wohnt. Ich warte schon so viele Jahre auf diesen Tag. Man lässt mich nicht sterben, man... Teile meines Verstandes gehören mir nicht. Und ich kann mir nicht das Leben nehmen. Das ist gegen die Regeln. Bitte, ich habe so lange Schmerzen gelitten. Ich wollte nur einen Freund. Aber nun ist die Zeit für Plaudereien am Feuer zu Ende. Und hoffentlich bald auch mein Leben. Ich habe so lange an der Pforte des Todes gewartet. Bitte, ich möchte ihn hereinlassen. Ich möchte erstmal ganz kurz zurück zu dieser Tür, um mir die nochmal anzugucken. Hier ist auf jeden Fall ein Lichtschimmer. Diese Tür ist neuer als all die anderen hier. Hierher wollte mich Red sicher führen. Kann ich da rausgehen? Ich wage nicht, das auszuprobieren irgendwie, weil ich da hinten noch weiter will. Ah! Gehen wir erstmal wieder nach hier hinten. Wieso sollte mich Red dazu bringen, ihn zu töten? Wieso auf diese Art und Weise? Was soll ich tun? Instrumente, die Temperatur, Feuchtigkeit und Gaszufuhr anzeigen. Boah, was ist denn das? Fies aussehende Dinger, beinahe wie Fleischerhaken. Ich schätze mal, das sind Fleischerhaken. Versorgungsrohre. Und da ist der Schalter. Gott. Kann's aber auch nicht abschalten. Er wollte es ja. Ich weiß, was auch immer. Red, es tut mir so leid. Was auch immer dir hier unten zugestoßen ist, es ist jetzt überstanden. Asche. Alles, was von meinem einzigen Freund hier unten übrig geblieben ist. Kann ich die nicht irgendwie mitnehmen? Was zur Hölle? Das ist jetzt der Schlüssel für diese Tür? Was erwartet mich dahinter? Oder ist das der Schlüssel für die Tür da hinten? Moment mal. Da ist noch ein Artefakt.
Pin-up, Girl. Red, du tust mir echt leid. Wenigstens hast du nun deinen Frieden gefunden. Red, lass mich sterben. Mein Kopf tut so weh, bitte. Red ist tot. Tot. Get out. Geh raus. Keinen zum Reden. Nobody to talk to. Reds missliche Lage. Mein lieber Freund, wie geht es dir? Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich habe jedoch traurige Neuigkeiten für dich. Ein paar Tage zuvor kam es hier in der Mine zu einem Einsturz und Teile der Decke fielen auf mich. Was mir große Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass es sich um einen abgesperrten Bereich der Mine handelt und wahrscheinlich niemand in diesem Abschnitt nach mir suchen wird. Sollten sie mich dennoch finden, dann werde ich große Schwierigkeiten bekommen. Aber ich glaube, darüber muss ich mir keine Gedanken machen. Ich werde hier sicherlich nicht mehr lebend rauskommen. Ich arbeite nun schon seit 3 Wochen hier in der Mine und bin stolz, dass ich meiner Familie das Geld schicken kann, das sie benötigt. Die Arbeit ist hart und du bist der Einzige, der bisher nett zu mir war. Naja, du und die ganzen kleinen Krabbelfiecher hier unten, die mir Gesellschaft leisten. Mit den paar Büchern, die ich mit hierher genommen habe, kann ich mir auch die Zeit gut vertreiben. Shakespeare, Bronte, Nietzsche. Eine prima Bettlektüre. Aber nun, da ich hier eingeschlossen bin, fürchte ich, dass ich genug Zeit haben werde, sie 2-mal zu lesen. Ich habe früher immer meine Mutter gefragt, wie lange man ohne Essen überleben kann. Ich habe damals gelesen, dass manche Menschen für mehr als 5 Minuten unter Wasser überleben können und manche wochenlang in der Wüste umherirren, bevor sie gerettet werden. Meine Mutter jedoch meinte, dass man nur 3 Minuten ohne Luft und 3 Tage ohne Wasser auskommen könnte. Ich schätze, das werde ich bald selbst herausfinden. Wenn ich wollte, könnte ich hier unten sicher etwas Essbares auftreiben. Ich schrieb ja bereits, dass hier eine Menge Krabbelfiecher umherstreuen, aber momentan betrachte ich sie mehr als meine Freunde und weniger als meine Nahrung. Werde ich wohl zuerst verhungern oder den Verstand verlieren? Klingt beides nicht wirklich lustig, aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich wohl den Wahnsinn vorziehen. Klingt nach einem Abenteuer. Tom Redwood. Minenarbeiter, Dezember 1979, 14 Jahre alt. Das heißt, wir haben jetzt, was ist denn das jetzt für ein Jahr? 2002 oder so? Hier hat Red wohl gesessen und mich geleitet. Wäre er nicht gewesen, würde ich hier sicher nicht stehen. Warum musste er mich verlassen? Ja, das ist die große Preisfrage, ne? Das Ding sieht ungenießbar aus. Red hat es wohl selbst gefangen und getötet. Der arme Kerl muss kurz vorm Verhungern gewesen sein. Das ist cool. Das fühlt sich echt an wie eine Matratze. Das riecht wie verwest. Wie konnte Red nur darauf schlafen? Boah, ist das traurig, ey. Och, diese ganzen Bücher. Oh, ich dachte schon. Aber er hat die mit Augen überklebt. Mit Augen und einem Mund. Igitt, dem Geruch nach zu urteilen, weil das hier sicher sich seine Toilette. Mir wird. Oh. Kein Wunder, dass er hungrig war. Was für eine miese Henkersmahlzeit. Schnecken. Aber wie ich Red einschätze, hatte er seinen Spaß dran. Armer Red. Wie oft er wohl seinen Kopf durch diese Schlinge gesteckt und versucht hat, seinem Leben ein Ende zu setzen. Oh, wie traurig, ey. Ein Stromkasten.
Weshalb hat Red den hinter einem Regal versteckt? Preisfrage, hä? Elektrische Leitungen, die vielleicht zur Tür führen. Gut, dass ich die Tür nicht versucht habe aufzumachen. Da war wahrscheinlich Strom drauf. Jetzt nicht mehr. Das letzte Artefakt, bevor ich hier rausgehe. Die Ketten an seinen Armen sind nun sichtbar. Vater versucht wegzuschauen und doch kann er seinen Blick nicht abwenden. Mit zitternden Händen sammelt er heruntergefallene Dokumente zusammen. Er weiß es. Er weiß, dass es freigelassen wurde. Howard ist der Einzige, der es stoppen kann. Ich wäre froh, wenn ich niemals wieder eines dieser Dinger zu Gesicht bekäme. Sie machen mir Angst. Es fühlt sich an, als ob ich jedes Mal einen Teil von mir dort drin zurücklasse, wenn ich mich ihnen nähere. Alles klar, also mein Vater hat tatsächlich diese Bestien. Unzählige Bücher. Wo hat Red die nur alle herbekommen? Seine Bibliothek deckt fast alle Bereiche ab. Angefangen von Überlebenshandbüchern über die gesammelten Werke Shakespeares bis hin zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Kein Wunder, dass er so verdreht und in Metaphern gesprochen hat, ja. Bei Kant allerdings kein Wunder. C-U-N-T. So. Wollen wir? Ich wag kaum, diese Tür anzufassen. Ich kann sie nicht aufstemmen. Ich brauche eine Art Hebel. Ich habe doch immer noch mein Brecheisen. Während ich den Eingang der unterirdischen Anlage durchschritt, fühlte ich mich seltsam und leer. Ängste, Zweifel, unbeantwortete Fragen, all das war nebensächlich geworden, war verdrängt worden durch das Gefühl, innerlich zerrissen zu sein. Ein Teil von mir starb in dem Verbrennungsofen, gemeinsam mit Red, meinem einzigen Verbündeten, meinem Freund. Seine letzten Worte gaben weitere Rätsel auf, und ich konnte seine Schreie immer noch in meinem Kopf hören, das Echo seiner Pein. Ich fühlte mich schuldig für das, was ich getan hatte, und wusste doch insgeheim, dass es das einzig Richtige war. Ich hätte auf Red hören sollen, hätte meinen Weg nicht fortsetzen dürfen. Würde mir ein Wunsch gewährt, so wäre ich an seiner Statt in dem Verbrennungsofen gestorben. Der andere Teil von mir jedoch freute sich insgeheim auf das, was ihn auf seiner weiteren Reise erwarten würde. Ich war mir sicher, früher oder später Hinweise auf das Schicksal meines Vaters zu finden. Ein Schicksal, das mit den Ereignissen hier unten unbestreitbar verknüpft war. Ich hatte das Gefühl, dass meine bisherigen Erlebnisse nur ein Vorgeschmack dessen waren, was mich noch erwarten würde. Ich sollte Recht behalten. Klicken, um fortzufahren, und ich denke, das ist das Ende von diesem Spiel, ihr Lieben, aber ich klicke trotzdem mal. Nein, tatsächlich nicht. Interessant. Willkommen in der Zuflucht, gegründet 1973, erhabene 4, leitende 6, niedere 39, temporäre 8, gesamte Bevölkerung 57, Schlüsselmitglieder, Aufseher Wilbur Frisk, 80 heute, Ben Strafferson, 73 bis 80, Chemiker Neil Oswald, Troy Retonesk, Rest in Peace 91, Bauleiter Pierre Petit, 72 bis 79, Leiter der Xeno-Abteilung TBA, Richard Ashbrook, Rest in Peace 92, Ausgrabungseinheit to be announced, Technikeinheit Darren Gray, Rhodes Smith, Außenteam MIA, Leiter Benito Carlo, Übersetzer Howard Lafresque, 73 heute, zuletzt überarbeitet 18. Februar 2000. Die Zuflucht. Ich schätze mal, das ist die Cast von dem Spiel. Ich glaube, das gerade ist der Abspann, ihr Lieben. Bitte halten Sie Ihre Ausweispapiere griffbereit. Das ist sehr schön gemacht. Exit. Na dann.
Exit darum? Ja, ist klar. Habe ich noch meinen tatsächlich? Schade. Ich dachte, da wäre noch ein Geheimnis versteckt. Oh, ich hasse sowas. Warum? Warum? Oh Gott. Und meine Taschenlampe geht nicht mehr. Darf ich hier so ein Ding anzünden? Oh. Und so geschah es, dass der Mann, der einst in die Mine hinabstieg, sein Leben ließ. Ein neues Kapitel erwartete ihn. Oh Gott, was für ein Ende. Wird fortgesetzt. Oh Gott! Oh Leute, was für ein Ende. Oh, wie krass. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr schaltet bei den nächsten beiden Penumbra-Teilen wieder ein. Danach werde ich die komplette Amnesia-Reihe zocken und danach, wenn ich dann noch leben sollte und noch nicht dann an einem Herzinfarkt gestorben bin, auch noch Soma. Also die gesamte Reihe von Frictional Games. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Klickt mal da unten auf meinen Twitch-Kanal, denn da werde ich live diese Spiele spielen. Und selbst wenn die schon vorbei sein sollten, findet ihr dort immer Live-Spiele und auch Live-Musik. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Sören. Ciao.